Ja, hallo ihr Lieben, Ralf hier von Living to Go und herzlich willkommen zu meinem kleinen Stellplatzbericht aus Valencia. Ich mache ja zwei Berichte, zwei Stellplätze hier in Valencia und das ist halt die andere. Der Stellplatz besteht ja aus zwei Bereichen. Im hinteren Bereich stehen halt die ganzen Wohnmobile, beziehungsweise die Plätze für Wohnmobile, die Strom möchten. Ich stehe jetzt hier nicht, weil ich brauche keinen Strom. Ich habe Solar. Damit komme ich, solange die Sonne scheint, wunderbar klar. Da brauche ich eigentlich nie einen Strom. Der Strom ist ja in Spanien auf den Stellplätzen, ich finde, relativ teuer. Liegt immer so zwischen 4 und 5 Euro, müsst ihr euch nicht wundern, das ist sozusagen ein Standardpreis hier. Ja, und den spare ich mir einfach. Aber das ist ja immer noch okay, ne? Also nicht falsch verstehen. Die Plätze sind schottert, haben eine gute Breite. Ja, und wenn Spanier am Platz sind, ist es natürlich auch immer laut. Ja, die Plätze sind nummeriert. Ja, so sieht der Stromanschluss aus. Der Strom ist dann unlimitiert. Also man zahlt einmal, ich glaube, 4 Euro und dann hat man 24 Stunden lang Strom. Eurosteckdose. Und einen An-Ausschalter sogar. Ja, wie man sieht, ist mit 16 Ampere abgesichert. Also kann man auch schon mal die Klimaanlage laufen lassen. Ja, das ist das Gebäude mit Rezeption, kleine Cafeteria und dem Duschen. Männlein, Weiblein getrennt, das ist klar. Ja, zeige ich euch mal die Herrendusche. Die Damendusche darf ich ja nicht. Ja, so sieht die Badezimmergeschichte hier aus. Na, Waschbecken, kleiner Mülleimer. Ja, und dann haben wir hier die Duschen. Relativ geräumig. Frisch gefliest. Ich war vor 2 Jahren schon mal hier, da sah das noch ein bisschen anders aus, sehr ordentlich geworden, kann man sagen. Ja, Haken, um was aufzuhängen. Ablage für Duschzeug, kein Bazar. Ja, haben sie gut gemacht. Also hier so eine Western-Tür, sage ich mal. Aber das reicht ja für Intimität sehr gut aus. Wasserdruck ist auch in Ordnung. Also hier kann man echt nichts Schlechtes sagen. WLAN-Toilette abgeschlossen. Ja, und so sieht die normale Toilette hier aus. Alles sehr sauber, sehr ordentlich. Drei Duschen, drei Toiletten. Ja, hier die Rezeption, ne? Also ihr Fahrtner kommt dann hier gefahren, stellt euch hier irgendwo hin, wo ihr dich stört. Und dann meldet ihr euch hier an. Zurzeit kostet die Übernachtung ab 12 Euro ohne Strom, inklusive diesem exzellenten WLAN. Eine super nette Spanierin, die mich hier empfangen hat, spricht perfekt Englisch.
Ja, sehr informativ alles. Man bekommt einen großen Stadtplan von Valencia, wo alle Sehenswürdigkeiten ja, eingetragen sind. Ja, die geben sich hier schon Mühe. Ja, das ist die kleine Tapas-Bar hier mit Shop. Das ist leider zu. Laut der eben erwähnten Spanierin gibt es hier die besten Tapas in Spanien. Was ich eigentlich nicht anders erwartet habe. Unter dem mache ich es nicht. Guck mal, ob wir das hier rauskriegen. So, habt ihr mal so ein bisschen den Einblick. Also ich werde das mit den Tapas testen, das ist gar keine Frage. Ja, die halten jetzt Siesta, ne? Hier so die Öffnungszeiten. Alles gut. Hier gibt es auch so einen kleinen Shop noch dabei, da kann man auch so ein T-Shirt kaufen und Campinggas und Wasser und so weiter. Fläschchen Wein, wenn es knapp wird. Ja, hier ist der Platz zur Entsorgung von ja, Toilette und Abwasser. Na, hier ist WC-Abfluss, beziehungsweise kann man auch sein Schmutzwasser loswerden. Hier nochmal in Stehhöhe, nochmal ein Becken zum Durchspülen, Schlauch, alles da. Da kommt der Wasseranschluss her. Hier kommt der Frischwasser her, wobei auf den spanischen Plätzen ja überall nochmal, also nicht überall, aber sehr häufig nochmal zwischendurch auf den Plätzen selber Wasser zu zapfen ist. Ja, für die meisten sicherlich uninteressant, trotzdem möchte ich es erwähnen. Hier kann man auch sein Wohnmobil für längere Zeit abstellen, überwintern lassen, wie auch immer. Valencia ist von hier aus ja auch gut wieder mit der U-Bahn zu erreichen oder mit der S-Bahn zu erreichen. Ja, Mülltrennung wird in Spanien mittlerweile auch groß geschrieben oder immer größer geschrieben. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Sehr vorbildlich. Der ganze Platz macht einen sehr, sehr guten Eindruck, wie ich finde. Sehr sauber, sehr ordentlich, hatte ich glaube schon mal gesagt. Ne? Ich wiederhole mich. Und mit dem Swimmingpool natürlich unschlagbar. Ne? Also wenn man mit Kindern unterwegs ist, hat man hier ein bisschen Ruhe. Sei denn, sie verletzen sich mal wieder. Ja, guck mal, schön hier, ne? Sogar mit Swimmingpool. Nee, nee, nee. Ist das schön hier. Ja, jetzt zur Corona-Zeit ist natürlich hier nicht so viel los, aber hier kann man sein Liegestühlchen hinstellen. Hinten kann man duschen. Hier werden dann auch so sicherlich Stühlchen stehen und Tischchen stehen. Aber schwimmen kann man heute schon. Ist auch schön warm, wenn auch bedeckt, aber ein schöner warmer Tag. Ja, der Platz ist in zwei Teilen unterteilt. Ne, da vorne bin ich eben reingefahren. Hier stehe ich jetzt so unter Palmen. Ne? Und zur Anmeldung fahrt aber durch. Bis hinten durch die Einfahrt, dann links und dann kommt die Rezeption. Der hintere Teil ist für die Wohnmobile, die Strom brauchen. Und hier der vordere Teil ist für alle, die keinen Strom brauchen. Und hier stehen auch die Wohnwagen. Ja, hier so in dem hinteren Teil, da seht ihr, sind also sehr schöne kleine Buchten, sehr intim, ideal für VW-Busfahrer. Ja. Also wenn man nicht so in Reihe stehen möchte, ist der hintere Teil besser. Aber wie gesagt, nur vorne gibt es halt Strom. Ja, hier nochmal von der anderen Seite. Kleinen Blick auf mein kleines Wohnmobil. Der Platz, der ist schon älter. Also keine Ahnung, 10, 20, 30 Jahre besteht der bestimmt schon. Daher gibt es hier natürlich auch viele Bäume, was in Spanien ja nicht gerade schlecht ist. Hier ist nämlich häufig viel Sonne. Ja, und da kann man auch mal ein bisschen Schatten bekommen. Übrigens hier, wo ich stehe, ist der beste WLAN-Empfang. Also hier kann man wirklich, hier kann ich endlich meine Videos hochladen. Rucki zucki geht das.
kann Videos streamen und so weiter, ohne meine Prepaid-Karte allzu sehr zu belasten. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich fühle mich hier sehr wohl. Hier ist sehr ruhig. Also nachts ist hier Totenstille. Wie gesagt, ich war vor 2 Jahren ja schon mal hier. Weiß also, wie das hier nachts ist. Absolut kein Problem. Ja, sind alle freundlich. Das ist hier ordentlich. Der Preis ist in Ordnung. Wie gesagt, 12 Euro zurzeit. Die haben eine sehr, sehr gute Webseite. Auch auf Deutsch. Ja, da kann man sich also gut erkundigen. Verlinke ich euch unterhalb des Videos. Da kann man auch reservieren gleich. Also wenn ihr so in der Hochsaison da seid, dann würde ich das tatsächlich tun. Man kann hier unweit, ich erinnere nicht mehr so ganz genau, aber ich glaube so 5, 6, 7 Minuten zu Fuß zur S-Bahn gehen. Und dann ist man so in circa 40 Minuten in der Stadt. Also je nachdem, wo man dahin will. Habe ich auch schon gemacht. Funktioniert super. Vorsicht mit Tieren. Ne? Also ein Hund ist schwierig mitzunehmen. Müsst ihr auf jeden Fall in so eine Tasche tun. Oder noch besser in so einer speziellen Hundetasche, die dann ja sozusagen vergittert ist, damit das arme Tierchen da noch Luft kriegt. Mit einem Schäferhund ist ja natürlich schwierig. Ne? Ich sagte in dem anderen Video schon mal, will das aber gerne nochmal hier wiederholen. Fahrt nicht nach Valencia in die Innenstadt mit dem Wohnmobil rein. Sei denn, ihr habt so ein kleines Futzelfahrzeug wie ich. 5,40 Meter ist da sozusagen am Limit. Ja, die Leute, die einen VW-Bus haben, sind da klar im Vorteil. Ihr könnt natürlich auch mit dem Fahrrad fahren. Dauert ungefähr 50 bis 60 Minuten. Dann seid ihr da auch in der Innenstadt. Das Fahrrad hat halt den Vorteil, dass man dann innerhalb der Stadt schön flexibel ist und überall hinfahren kann. Wobei das meiste, also ich habe da alles zu Fuß gemacht. Also selbst zum Cittat de les Arts et les Sensis ist es von der Innenstadt wirklich überhaupt kein Problem, zu Fuß hinzulaufen. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Der Bericht war einigermaßen informativ für euch. Wünsche euch eine super Zeit. Und wenn ihr in Valencia seid oder hier in der Nähe, müsst ihr in diese Stadt. Die Stadt ist einfach super. Ja, wünsche euch eine tolle Zeit. Ein Short-Flight-Flug. Bis dann. Tschüss.